Aber der Amper hat. Jetzt! Okay, noch einer down. Ich habe noch ein paar Ampeln, kein Problem. Komm! Komm, jetzt! Jawohl! Geht doch! Jax, ich komme! Alles ist gut, ich bin hier. Wow, Ausweg! Verpiss dich, du Vollidiot! Sehr gut. Puh. Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Mal aus. Wir suchen jetzt deine Mom. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Hey! Hallo, mein Schatz. Was ist Mr. Pierce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nicky muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig, aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann, wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Okay, los geht's. Southbound train, arriving shortly. So, eine Sorge weniger. Jax ist in Sicherheit. Das ist schon mal verdammt gut. Jetzt die Scheiße erledigen für Damien, damit wir Nicky bekommen. Obwohl die Scheiße einfach gesagt, dass das getan ist, weil, boah. Diese Mission jetzt, ey, hör mir auf. Aber, ach genau, jetzt müssen wir zuerst mal zu Clara, zu dem Owl Hotel, genau, weil was. Okay. Gut. So. Let go. Puh. Was? Durchgesicherter Bericht, Beschwerden, Rathaus, was labern die? Keine Ahnung. Ne, Quatsch, oh Leute, was machen wir hier jetzt, hä? Was will ich denn jetzt hier? Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Ah. Hallo. Hey, was ja, geht? Alle kaufen, kann ich nichts. Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte.
Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Ja, da hat er recht, da hat er ja recht, der Anwalt. Stimmt, genau. Aber ja gut, kann ich jetzt auch nichts für. So, wow, was eine Mission, leck mich am Arsch, einfach nur die Kacke kaufen. Holy shit. Achso, das meint er mit Raumbezirk, die Brandon Dogs, oh shit. Ach ja, das ist ja glaube ich sogar dieser Ort hier, was Jax hier gerade geschrieben hat, ja okay. Gut, das werden wir aber dann beim nächsten Part machen. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hacken. Ja genau, Racine ist dort, okay. Gut. Aber wie gesagt, das werde ich dann im nächsten Part machen. Also, wir hören es dann beim nächsten Mal. Ja, der Part ist wieder ein bisschen kürzer. Ich weiß, 5 Minuten und so, aber... was soll's? Wenn ich jetzt wieder noch ein Part anfange, dann sind die 15 Minuten um und dann bin ich wahrscheinlich mitten in der Mission und dann kann ich jetzt aber schlecht dann die Mission abbrechen oder so. Deswegen mache ich euch einfach, so kurz halt, so 5 Minuten Parts oder 6 Minuten Parts halt, während ich halt immer Word bin und dann beim nächsten Mal geht es dann einfach ganz normal wieder weiter. So wie ich es eigentlich immer mache, also ist ja nichts Neues. Gut. Also, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.